Hallo erstmal und herzlich willkommen beim Freitagsvideo. Normalerweise müsste jetzt hier Tommy sitzen und da die Anna, aber die sind leider krank, die liegen krank im Bett, die haben ordentlich Husten und eigentlich wollten wir euch gemeinsam im Garten euch heute was erzählen. Und zwar für uns ein entscheidender Punkt, eine Änderung und ja, das ändert jetzt nichts mit dem Kanal, aber unser Leben ändert sich ein klein wenig. Es wird weiter Videos geben, wir sind weiter für euch da. Aber das wollten wir euch heute bekannt geben und das mache ich jetzt. Ne? Und zwar im Garten, also fahren wir jetzt erstmal in den Garten und dann sehen wir weiter. Vermummungsverbot, oder? Darf man so Auto fahren? Das war cool, hä? Aber der Pullover ist richtig genial, hat mir meine Frau geschenkt. Mit Kapuze. So kann man jederzeit, ich glaube, ich darf es gar nicht sagen, ne? Dann wird ja mein Account gesperrt oder irgend sowas. Man kann auf jeden Fall eine B, ihr wisst, was ich meine. Gangster. Wir fahren jetzt in den Garten. Ja, auf jeden Fall greife ich jetzt hier zu meinem Knopf und dann geht hier die Rückfahrkamera an. Ist das nicht genial? Ich liebe sie. Ne? Macht es auf jeden Fall einfacher, auch wenn der Wind jetzt nicht so groß ist. Naja, wir machen jetzt los.
Es sind irgendwie immer die kleinen Dinge des Lebens, die so wichtig für unsere Seele sind. Ja, und dazu gehören auch diese Orte, diese wunderbaren Orte wie für uns jetzt dieser Garten. Aber natürlich auch Menschen. Und da spreche ich unsere Familie an, die ja meinerseits gar nicht so weit weg wohnt, man jedoch viel zu selten sieht. Aber auf der anderen Seite Annas Familie, die leben in St. Petersburg. Und die Situation ist ja gerade, ihr kennt's, ihr hört's jeden Tag. Ja, die kennen auch nichts für die Situation. Ne? Da ist unsere Tochter, meine Schwiegermama, viele, viele Freunde. Und früher war es zu einfach. Da sind wir nach Berlin gefahren, ab ins Flugzeug und für wenig Geld in 2 Stunden darüber geflogen oder andersrum. Das ist das, was mich nachdenklich macht. Und ja, ihr seht bestimmt ähnlich. Und deshalb lebt das Leben. Lebt euer Leben und genießt die kleinen Dinge. Ja, Freunde, hier drüben ist Steffens Garten, den kennt ihr ja alle schon. Und der war schon so fleißig. Gestern hat er das Beet da hinten gemacht. Ich zoom's mal ran. Wahnsinn. Also unseren Steffen werden wir vermissen. Ne? Hier im Gewächshaus hat er auch schon einiges drinstehen. Ja, warum werden wir es vermissen? Dazu kommen wir gleich. Hier noch ein paar Bilder von gestern und vorgestern, wie Anna und ich den Garten wieder, naja, wie wir einen Frühjahrsputz gemacht haben. Ne? Das sah nach dem Winter natürlich komisch aus.
Ja, Freunde, wie soll ich es denn sagen? Dieser Garten ist Geschichte. Wir geben diesen Garten schweren Herzens ab. Und das aus folgendem Grund. Wir ziehen hier weg. Ob wir jetzt nach Russland ziehen oder woanders hin, das kann ich euch zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir wissen es zwar, aber es wäre verfrüht. Ne? Das kommt in einem der nächsten Videos. Auf jeden Fall blutet uns das Herz, diesen Garten abzugeben. Da haben wir so viel Liebe reingesteckt, haben so viel Spaß erlebt, so viel Lustiges erlebt, so viele oder neue Freunde kennengelernt, wie unser Steffen da drüben mit seiner Frau. Ja, schwer. Ne? Tommy hat ja auch einiges erlebt. Wir konnten Tommy ganz anders erleben. Ihr werdet es in einem der nächsten Videos erfahren. Ne? Wichtig ist für uns, dass wir hier halt noch alles in Ordnung bringen, damit wir es ordentlich abgeben können. Also nicht so, wie wir es gekriegt haben, weil das war ja ein Albtraum. Ja. Wenn wir es mitnehmen könnten, würden wir es gerne mitnehmen, aber es ist nun mal nicht so. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich wäre selber sentimental, weil es war einfach schön hier. Ne? Ja. Aber es kommt noch vieles Schönes. Und wir haben so viel in unserem Kopf. Gerade Anna, ihre Familie, unsere Tochter, die sind in St. Petersburg. Meine Eltern, meine Familie ist hier. Wie man es macht, macht man es falsch. Aber das, was wir jetzt vorhaben und machen, ist für uns im Moment richtig und wichtig. Und dabei denken wir auch an unseren kleinen Tommy. Ja, also seid gespannt. Ihr sollt auf jeden Fall wissen, dass wir sehr dankbar sind, dass ihr uns so die Stange haltet, dass ihr immer mit dabei seid, dass ihr gut kommentiert. Und ja, das wird auch so weitergehen. Also wir sind froh, diesen Kanal zu haben, gerade in Bezug auf das bayerische Leben im Wenn. Wird man immer auch irgendwann kommen. Nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr. Dazu brauchen wir dann irgendwann ein größeres Auto. Aber ihr verfolgt das wirklich gut. Und für uns ist es eine sehr gute Erfahrung, weil gerade Tommy das so genießt und dadurch auch ein ganz anderes Kind ist und für uns viel leichter ist, damit umzugehen und mit ihm zusammen zu leben. Jetzt in der Wohnung ist es für uns sehr, sehr schwierig. Es sind halt immer neue Dinge, die ihm einfallen, die auch ein Stück bleiben, wie jetzt zum Beispiel, dass er, naja, er trägt Pampers, aber die zieht er sich auch gerne auch mal runter und macht da irgendwo hin, wo er jetzt nicht hinmachen sollte, ne? Wo wir es auch dann wahrscheinlich nicht gleich finden. Und somit geht sehr viel kaputt. Und naja, man muss halt ständig aufpassen, was im Van halt nicht so ist. Im Van schläft er selbstständig, er schläft lang, er ist beschäftigt, weil er jeden Tag was anderes erlebt. Und so wird es auf unserem Kanal auch weitergehen. Und wir freuen uns auch über den Austausch, ne, mit euch. Wir haben auch Betroffene, die selber Kinder haben, die in irgendeiner Art und Weise behindert sind, geistig behindert sind. Ja, wir sind froh, dass ihr uns weiterhin begleitet. Bleibt dabei. Und ja, das soll es zu diesem Video gewesen sein. Wie gesagt, der Garten ist weg. Wo es hingeht, erfahrt ihr irgendwann, demnächst. Ne?